Recht herzlich willkommen zur 121. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir haben letztes Mal den Händler hier oben angeguckt, den noch genau verfolgt, wo der lang geht. Ich glaube, der da ist es, ne? Anton, ne, ist nicht Anton. Ist Mirko. Ist Anton das? Krasimir. Krass, wo ist Anton da? Anton ist da. Okay, der geht diese ganzen Wege, ganzen Schritte. Oh, jetzt ist der noch ein bisschen länger, oder wie sehe ich das, oder habe ich mich vertan? So, der macht 64.000 Miese. Ich habe das aber letztes Mal mehr beim Kontrollieren des Videos nochmal sozusagen reingezogen und habe dann gedacht, irgendwie ist das hier anders. Also hier ist die Tour gewesen, das heißt einmal hin und zurück in diesem Falle, bis er wieder da ist, dann ist die Tour sozusagen das Geld. Gesamtbilanz ist hier unten und wenn ich die anderen Händler angucke, dann haben die zwar momentan vielleicht mal gerade eine Flaute, liegt aber vielleicht an den verdorbenen Preisen oder sowas, aber insgesamt hat der Gute hier zum Beispiel auf allen Touren das Geld hier eingenommen bei 425, also der hat positive Sachen hier, der auch hier, der hat zwar jetzt gerade auf der letzten Tour vielleicht so viel Miese gemacht, hat aber insgesamt 2 Millionen plus gemacht, also das kann auch mal anders laufen, ne? Vielleicht hat er auch gerade jetzt Waren gekauft und verkauft, die gerade nicht gefordert waren. Okay, der hat jetzt nicht die besten hier, der Krasimir Karavelov, aber sind auch noch 700.000 plus hier. Das ist dann jetzt zwar gerade plus, auf der letzten Tour sozusagen, aber hier sieht man ganz viel Miese gemacht, 1,4. Das ist die Frage, ob wir gerade bei Milos irgendwie was geändert haben, dass da jetzt die Pluszahlen kommen. Müsste man dann weiter beobachten. Ja, der sind eigentlich Top-Werte jetzt hier. 500, okay, müsste man jetzt einzelne Tour ausrechnen. Steht hier irgendwie ein Durchschnitt oder sowas? Nicht wirklich. Ja. Bilanz der letzten Tour und letzte Tour. Was ist der Unterschied? Dauer der Fahrt, 16 Stationen wohl, ob aufgenommen, 568 abgegeben, 340. Mittlere Beladung, ja, hat ja auch wieder damit zu tun, der macht jetzt zwar miese wahrscheinlich auf der letzten Tour, das könnte aber auch sein, dass er noch Waren auf dem Wagen hat, ich weiß nicht, ob die gegengerechnet werden, das weiß ich auch nicht. Das ist da die Frage, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, wie Anton sich macht, ne? Vielleicht ist die zweite Tour besser, weil die Leute auch jetzt sehen, aha, da kommt einer jetzt immer vorbei und wollen dann vielleicht mehr kaufen. Weiß man auch nicht so ganz, ne? Ist so ein bisschen schwierig. Jetzt hat er 1000 Waren auf jeden Fall auf dem Wagen, ne? Hier macht's ja auch mehr irgendwie Werte, Warenwert. Der hat ja mit mal weniger, glaub, angefangen. Aber da weiß ich auch nicht, ob der Warenwert, den er auf dem Wagen hat, ja, könnte man gegenrechnen vielleicht, ne? Dann wären das jetzt noch 22 plus. Oder nee, weniger 18. Aber die wären's plus. Das ist die Frage, wie sich das entwickelt. Insgesamt gesehen kriegen wir hier mehr Geld. Das heißt, wir können auch wieder irgendwann uns gegen diesen hier wehren, zum Beispiel. Natürlich jetzt ja wieder eine Truppe sozusagen, ne? Haben wir noch irgendwo was im Auftrag? Ja, einer oder was? Wildenmeister. Wählt mal noch einen aus. Oder mal zwei. Dann nehmen wir die zwei und gucken, dass wir mit den drei Einheiten da unten mal, da unten nicht, sondern in der Mitte aufräumen. Ach, hier ist auch noch einer, guck. Dann nehmen wir den Reiter schon mal nach hier oben. Aufsitzen. Soll der da schon mal hinkommen? Dann haben wir auch vier Einheiten. Oh, jetzt weiß ich, ich erinnere mich, wofür wir den geholt haben. Wir wollten hier Haufen noch sammeln, ne? Jetzt ist er aber gerade mit Wölfen beschäftigt. Ja, da ist dann Warenhaufen. Naja, die gehen ja wenigstens kaputt. Ja. Und dann ist der Wolf weg. Auf, auf! So, 23.000. Auf, auf! Da ist noch einer. 47.000. So gut wie da. Da ist noch einer. 5.000 war es jetzt nicht so viel. Sammeln wir alle mal ein, ne?
2000. Nochmal. Ne, 22.000. Ist da noch irgendwo was? Gucken wir mal gerade weiter. Ne. Dann hier rüber. Übers Meer. Manchmal war hier noch was, ist aber nicht. Jetzt haben wir da noch ein paar Bären oder was? Wölfe wieder, okay. Ja, da sieht es gerade schon ein bisschen schlechter aus. Aber die müssten wir auch noch schaffen, oder? Ja, geht gerade so, ne? Ist die Frage, wo die herkam. Ob die da von unten kam oder ob die auch irgendwo noch so ein Nest ist oder sowas. Wir reiten los! Wir reiten los, ja. Wird nicht lang dauern. Wird nicht lang dauern. Das ist die Frage, irgendwo so ein Zelt oder sowas? Da waren doch dann irgendwelche Leute, die dann... Aufsitzen! Nee. Wo waren das? Ruinen? So sind die Wölfe und sowas? Und ich glaube, das Zelt war, aber ich weiß auch nicht, wo hier in der Ecke gerade eins ist, ne? Wahrscheinlich nirgendwo. Wir reiten los! Gehen wir in eine Stadt. Gucken wir uns das an. Regenerieren die denn jetzt hier oder nicht? Das ist die Frage. Einheit wird derzeit verstärkt, geht nicht. Doch. Dafür stehen hier die 6, oder? Ne, Kampfstärke. Ah, doch. Werden das mehr oder werden es nicht mehr? Da sind wir hier dran eher, ne? Jetzt ist mehr geworden. Regenerieren die jetzt hier? Ja, die regenerieren hier. Dann sollten wir die da einen Moment stehen lassen vielleicht. Wie viel sind es denn vollzählig? 100. Truppengröße. Ja, da sieht man es ja. Werden ja mehr. 58. Das ist die Kampfstärke, die dann natürlich auch mehr wert. Wenn die wieder 100 sind. 60. Gut. Läuft soweit. Gucken wir mal Anton an, was Anton so leistet. Wo ist Anton? Ist Anton hier? Ne, ist er nicht. Das ist er auch nicht. Anton, wo bist du gerade? Hier? Ja. Oh, Anton hat jetzt 90.000 plus gemacht. Da, schau her. Und dann lass uns mal gerade Antons Statistik komplett gerade angucken. Da ist Anton mit noch 20.000 Wiese. Aber, wie man sieht, zweite Tour war wohl besser. Müssen wir abwarten, wie er da den Handel vorantreibt dann, ne? Vielleicht muss er sich erst noch einen guten Namen machen, dass das funktioniert. Das kann auch sein, ne? Wo läuft der lang? Da unten. Macht 13 plus, okay. Wir haben 1,1 Millionen plus gerade. Und ja, die Truppen müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen ruhen lassen, damit die dann wieder besser werden. Und dann gehen wir mal hier hin und radieren die Bogenschützen aus. In der Hoffnung, dass wir da auch nicht den Kürzeren ziehen, ne? Der 23 plus, also so schlecht läuft es jetzt bei den Händlern nicht wirklich. Wir können ja nochmal einmal durchblättern. Bei Anton angefangen. Oh, 49 plus ist was, ne? Aber besser wie mir. Okay, Ibiza hat ein bisschen Probleme. Und Miloko auch. Aber insgesamt gesehen ist wohl alles positiv am Laufen. Die neuen Routen sind vielleicht auch die besseren Routen, ne? So von einer Stadt zur anderen, der Handel, der ist ja wahrscheinlich auch nicht so prickelnd. Macht schon mehr Sinn, wenn die quer über die Karte laufen, würde ich sagen, ne? Guck mal, hier ist ein Zelt, da kriegst du Nachschub. Hier ist eine Holzhütte, da weiß ich nicht genau. Da ist eine Ruine, da sind dann die bösen Wölfe. Oder Luchse. Bären gehen auch noch. So, was sieht's... Ah, dann müssen wir hier direkt gucken, ne? 82. Nee, ich lasse die auf 100 kommen, das macht Sinn. Hier sind jetzt keine Haufen zu sehen. Ja, da war so ein nettes Lager auch schon mal, ne? Weiß gar nicht, ob wir das damals ausgehoben haben, hier so ein Räuberlager. Irgendwo hier war das.
So, 88 bei den Pferdebognern. Hier auf dem Weg lag auch immer was, ne? Aber das ist jetzt mal nicht zu sehen, oder? Naja. Schwierig. Vielleicht liegt da auch noch was drüber. Wir sehen es nicht. Nur wenn wir mit einer Einheit da sind, könnte ja auch sein, ne? So, liebe Pferdebogner, jetzt werden wir fertig. Moral ist gut. Geld ist auch gut. 1,4 gerade überschritten. Na dann. Und wir haben sogar 4 Einheiten noch, ne? Hier zu Hause. Also auch nicht verkehrt. So, 100. Let's go. Schöne Grüße an die Bogenschützen. Bin ich gespannt, ob das wirklich nicht lang dauert. Aber wir lassen uns ja hier auch nicht unbedingt beklauen, ne? Ah, jetzt sind die schon drin. Naja, können wir jetzt auch nicht ändern. Die anderen sind natürlich nicht so schnell. Ist klar, das sind Fußtruppen. Oh, die gehen nicht dran, ne? Okay. Kämpfen die mit denen oder nicht? Ich glaube, das sieht gar nicht gut aus. Also wir schaffen das, klar, aber die Bildenmeister haben da nichts mit zu tun, ne? Kann das sein? Na, da kommt die nächste Einheit. Die Bildenmeister kann sie in eine Tonne treten. Das sind keine Einheiten, die wir da brauchen. Obwohl unsere Leute jetzt gerade die Stellung halten und die anderen das verlieren, ne? Ist auch interessant. Ja, doch. Obwohl die so eine Überhand sind, gehen die gerade einen Bach runter, oder wie sehe ich das? 200 runter. Und wir sind noch nicht mal unter 60 gefallen, jetzt erst. Könnte sein, dass es doch funktioniert. Der Ersteindruck täuschte, ne? Ja, die hauen gerade auf anderen drauf und nicht auf den Bruckner, oder? Okay. Noch läuft's. Aber da kommt Nachschub von denen. Gucken, wie es weitergeht. Okay, jetzt haben die eine Einheit gebracht, die dann die Bildenmeister niederstreckt. Nämlich Pikeniere waren das oder so, ne? Okay, die KI ist nicht doof. Die hat die richtigen Leute dahin geschickt. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Oder? So, jetzt sind die drei Mann das, oder wie? Interessant aufgezeigt jetzt hier. So, mal schauen. Einer ist nur noch angezeigt, aber unten sind ja noch ein paar mehr. So ist ja nicht. Noch zwei ganze Einheiten sozusagen. Nicht ganz, ne, aber 2,5. 238 werden aber von ihm jetzt wenig, nicht viel weniger, ne? Ja, jetzt ist die frische Einheit dran, ne? Die wehren sich aber gut eigentlich, ne? Noch sieht das gut aus. Vielleicht sollten wir mal gerade gucken, haben wir hier eine Dingens? Ja, hatten wir, aber da wird nichts produziert, ne? Also da geht's nicht voran. Bauwaren fehlen, toll. Das wollte ich jetzt nicht sehen. Ich wollte jetzt hier sehen, dass wir da noch schnell einen ausbilden. Vielleicht kriegen wir den ja noch in der Zeit hin. Ausbilden. Kriegen wir da unten noch einen Reiter angeschoben. Gucken, ne? Ah. Was macht der Kampf? 206
Okay, aber das steht noch. Ja, die eine Einheit ist jetzt gleich aufgerieben. Haben wir denn irgendwo noch eine hier? Ja, das sind diese hier, okay. So, die eine Einheit ist jetzt aufgerieben. Da kommen noch Bogenschützen. Bogenschützen. Na? Bring die mal schnell dahin. Ja, das war's. Ihr bleibt mal schön da weg. Sicher. Das macht keinen Sinn. Geht mal wieder in die Stadt hier. Aber jetzt steht hier zurzeit keiner, ne? An der Windmühle. Die sind alle abgehauen. Aber wahrscheinlich nur zum Regenerieren in der Stadt oder so. Könnte auch sein. So, die Einheit von Izmir, die geht da hoch. Aufsitzen! Ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwelchen Wölfen oder Bären unterwegs zu Wir reiten los. Finden. Okay, auf, da rein. Ja, da steht wieder unsere liebste Bogenschützeneinheit, ne? Ja, läuft. Zwei, nochmal drei. Also die Verteidigung läuft mit denen, ne? Aber der Angriff ist das Problem dann. Mach hier nochmal eine Bogenschützeneinheit. Und haben wir hier noch was? Nein, wo war noch was? Auch oben weiter, ne? Ist in Odessa noch was? Ja, in Odessa ist was. Spießgesellen, Speer, Kavallerie, Pferdebogner, Bödenmeister, Landwehr, Schwertkämpfer. Machen wir da einen von. So. Ist hier irgendwo noch was? Nee. So. Schauen wir mal, ist das ein Händler von uns? Nee. Oder doch, das war doch einer von uns. Aber der sagt mir jetzt nichts, der Name, aber ist trotzdem einer von uns. Der macht plus. 1,5 gleich. Reingucken mal. Anton macht plus. Milos macht minus. Papagon macht minus. Anton hatten wir. Gut. Jetzt machen wir plus bis auf 2. Da ist er nicht rausgekommen. Oder ist er? Auch nicht, oder? So, das wäre ja hier. Dann ist er hier rausgekommen, ne? Genau, wird so sein. Gut. Wer ist das denn hier? Ein Händler über Wasser. Interessant, fährt er mit dem Schiff. Dann ist das ja schon großer, ne? Wenn er mit dem Schiff fährt. Nein, die ist nicht rausgekommen da unten. Dann kann sie nur hier rausgekommen sein. Machen wir! Genau, geht ihr mal dahin. Und jetzt müsste hier noch eine kommen, ne? Kann ja nicht mehr lange dauern. So sieht's aus. Da ist die Einheit. Und dann mal hoch. So gut wie da. So gut wie da. 1,6. Geld kommt. Sind 5 Einheiten.
Sollen wir da jetzt was mitmachen? Kriegen wir jetzt die Bogenschützen da mal weg? Aufsitzen! Wir probieren es nochmal. Ah, warte mal. Hier erst hin, bis die anderen da sind. Ihr zwei Reiter hier. Ah, die Schwertkämpfer sind schneller wie die Bildenmeister. Aufsitzen! Zack. Okay, und los geht's. Diesmal geht's schneller. Die sind schneller kaputt, wie der Nachschub da ist. Das ist schon mal gut. Da kommt eine Einheit. Aufsitzen. Bleibt mal schön hier. Ah, jetzt laufen sie sogar weg. Und jetzt haben wir den Pass gesichert. Würde ich mal sagen, ne? Okay. Ja, lass die mal da stehen, oder? Die können sie sogar eingraben, ne? Okay, da kommt eine Einheit. Spießgesellen. Geht aber, ne? Ja, haben wir gleich geschafft. Bevor die nächste Truppe kommt, sind die weg. Ja, nicht ganz, aber wir haben die anderen schon. Oh, jetzt kommen wieder mehr Einheiten. Aber hier oben geht's ratzfatz erledigt. Oh, da sind ein paar mehr geworden. Aber trotz alledem haben wir hier die bessere Hand. Ja, das sieht gut aus. Oh, die hauen ab. Vielleicht sollten wir einmal in die Stadt regenerieren gehen. Geht das? Werden die besser? Gute Frage, ne? Sieht nicht danach aus. Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte diese alle haben. Ja, die Bogner, die werden jetzt hier gerade fit wieder gemacht. Und da ist schon wieder eine Einheit, ne? Zack, angreifen, macht keinen Sinn. Wir wollen denen da Paroli bieten. Weg sind sie. Kommen Bogenschützen dazu, okay. Aber die sind auch gleich runter. Und da kommen die nächsten Truppen. Jetzt haben die die Überhand. Jetzt sind wir dran. Nachschub anfordern. Oh, da ist noch eine Einheit drin. Oder auch zwei. Machen wir. Zack, schnell dahin. Und dann gleich nachbauen. Und dann immer die Herrschaften unter Kontrolle halten. Oder wie war das? Bei Izmir ist gerade schlechte Luft. Macht da zwei. Wir haben ja gerade genug Geld sogar, ne? 1,8 sind es jetzt schon. An Odessa gab's alles, ne? Und dann machen wir hier noch drei von. Gut. Und? Oh, wir haben noch eine siegreiche Sache, oder wie sehe ich das? Trotzdem noch gewonnen. Krass. Aufsitzen! Die Einheit geht mal weg. Wird die da repariert? Ja, dann lass die mal gerade wieder aufrüsten. Dann müssen wir die hochholen, dass die besser werden. Wie sieht's mit denen aus? Die Reiter so gut kommen wieder. Da auch weg.
Truppe befindet sich im Kampf und ist jetzt gleich gestorben. Okay. Ne, der hat nur noch einen. Aber unsere Truppe ist jetzt leider weg. Ah, die haben da auch jetzt Bildenmeister, sehe ich gerade. Okay, die nicht. Die dahin. Sicher. Und sind da noch ein Pferd fertig? Ups, da war zu weit. Nein. Das machen die Schwertkämpfer. Die sind aber schon fertig. Dann da bitte einmal hin. Die sind noch zu schwach. Die bitte auch dahin. Jawohl. Und ich glaube, hier unten hat es jetzt auch gejingelt. Genau. Die da auch hin. Wir reiten los. Ja, gut. Wir reiten los. Aber die haben die Überhand. Sieht fast so aus. Ist es wirklich so? Nee, wir haben die Überhand. Jetzt in diesem Moment. Gut, aber ich sehe, die Zeit ist schon fortgeschritten. Dann machen wir hier erst eine Pause und den Kampf, den machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.